Es ist eine Tradition der USA, ihren ehemaligen Präsidenten eine Bibliothek samt Museum zu widmen. Gut 4 Jahre nach seiner Amtszeit ist jetzt auch George W. Bush diese Ehre widerfahren. Zu der prunkvollen Eröffnung im texanischen Dallas kommen zahlreiche Weggefährten aus dem In- und Ausland und mit ihren First Ladies neben dem aktuellen Präsidenten Barack Obama auch alle anderen noch lebenden US-Staatschefs. Präsident Bill Clinton, Präsident George H.W. Bush, Präsident Jimmy Carter. Obama hatte von Bush 2009 ein schwieriges Erbe übernommen. Ökonomisch stürzte das Land in die schlimmste Krise seit der großen Depression. Bushs umstrittener Krieg gegen den Terror hatte das Ansehen der USA international schwer beschädigt. Eine gescheiterte Politik hatte Obama Bush seinerzeit bescheinigt. Jetzt ringt er sich jedoch zu versöhnlicheren Tönen durch. Den Mann zu kennen, heißt den Mann zu mögen. Denn er fühlt sich wohl in seiner Haut. Er weiß, wer er ist. Er nimmt seinen Job ernst, aber sich selbst nicht zu sehr. Auch die Nation bewertet ihren zum Ende seiner Amtszeit so ungeliebten Präsidenten inzwischen milder. Die Zustimmung zu seiner Präsidentschaft stieg in Umfragen von 34 auf jetzt 42%. Bushs Bibliothek zeigt jetzt die Geschichte eines Präsidenten, der sich mit Innenpolitik beschäftigen wollte und unverhofft mit der ganzen Wucht des islamistischen Terrors konfrontiert wurde. Welche Herausforderungen noch kommen, ich werde immer daran glauben, dass die besten Tage unserer Nation noch vor uns liegen. Bush, so scheint es, ist mit sich selbst im Reinen.